Der Riesenbärenklau wird auch Bauernrhabarber, Herkulesstaude oder Herkuleskraut genannt. Er liebt feuchte, nährstoffreiche Standorte wie zum Beispiel Bach- und Flussufer und kommt ursprünglich aus dem Kaukasus. 1890 wurde er erstmals in Europa eingeführt und ursprünglich auch als Bienenweide-Deckungspflanze im Forstbereich und zur Böschungsbefestigung empfohlen. 1912 wurde die erste Verwilderung des Riesenbärenklaus dokumentiert und damit begann seine Karriere als eingeschleppte Problempflanze. Wie erkenne ich den Riesenbärenklau? Er ist ein mehrjähriger Doldenblüter, blüht von Juli bis September und seine beeindruckenden weißen Blüten haben einen Durchmesser von bis zu 60 cm. Der Stängel ist hohl, behaart, hat Furchen und ist im unteren Bereich rötlich gefleckt. Seine Pfahlwurzel kann bis zu 60 cm lang werden. Auch seine Blätter sind imposant, bis zu 1 Meter lang, 3- bis 5-teilig und schon als junge Pflanze kurz nach dem Austreiben im Frühling gut an ihrer Größe und dunkelgrünen Färbung zu erkennen. Wie breitet er sich aus? Eine Pflanze kann mehrere tausend Samen im Jahr produzieren. Die Ausbreitung der reifen Samen erfolgt direkt durch den Abfall von der Mutterpflanze bis ca. 4 Meter weit. Über den Wind können die Samen bis zu 100 Meter weit getragen werden. Über Fließgewässer ist eine noch weitere Ausbreitung möglich, da die Samen lange schwimmfähig bleiben. Weitere Möglichkeiten sind Erdtransporte oder das Anheften der Samen an Kleidung oder Tierfellen. Problematisch ist hier, dass Samen in der Erde bis zu 10 Jahre keimfähig bleiben können. Was macht den Riesenbärenklau nun zu einer problematischen Pflanze? Er kann zu einer Gefahr für den Menschen werden. Alle Pflanzenteile enthalten nämlich ein Gift, das bei Lichteinwirkung auf der Haut zu starkem Juckreiz, Schwellungen, zu verbrennungsartigen Blasen führen kann, die wie Brandwunden zu behandeln sind. Darüber hinaus können auch Kreislaufprobleme auftreten. Zweitens kann er sich rasch ausbreiten, dichte Bestände ausbilden, somit einheimische Arten verdrängen und dies wirkt sich negativ auf die Biodiversität aus. Was tun, wenn wir den Riesenbärenklau antreffen? Wie können wir ihn loswerden? Grundsätzlich gilt, immer eine Schutzkleidung tragen, um den Hautkontakt mit Pflanzenteilen bzw. dem Pflanzensaft zu vermeiden, bestehend aus Schutzbrille, Schutzschild, Kopfbedeckung oder Kapuze, Jacke mit langen Ärmeln, robuste Arbeitshandschuhe, feste Arbeitshose und gutes Schuhwerk. Als besonders vorteilhaft haben sich Einweg-Overalls mit integrierter, eng anliegender Kapuze und das Tragen einer Schutzschildvorrichtung erwiesen. In den steirischen Naturparken wird derzeit bei der Bekämpfung des Riesenbärenklaus im Wesentlichen auf folgende Maßnahme gesetzt. Die ganze Pflanze mit entwickelten Blüten und Samenständen werden vor Beginn der Samenreife, also solange die Samen noch grün sind, je nach Standort im Juli, abgemäht. Warum vor der Samenreife? Der Nährstoffspeicher der Wurzel ist zu diesem Zeitpunkt praktisch leer und der Riesenbärenklau kann in der Regel keine Notblüten mehr ausbilden. Eine Nachkontrolle soll aber im selben Jahr noch erfolgen. Um den Erfolg generell sicherzustellen, ist eine mehrjährige Nachkontrolle notwendig. Diese Methode macht nur Sinn, wenn ein gezieltes Abmähen der Pflanzen auch personell sichergestellt werden kann und setzt voraus, dass der Pflanzenbestand und die Entwicklung der Pflanzen gezielt beobachtet werden. Eine weitere Methode ist das Mähen der niederen Pflanzen ohne Blüten und Samenstand, wobei hier aber 6 bis 8 Mal pro Jahr gemäht werden muss, weil der Riesenbärenklau aus den Speicherwurzeln in wenigen Wochen die Blattmasse ersetzen kann. Dies ist sehr personal- und zeitintensiv und mehrjährige Kontrollen sind unablässig. Weitere Möglichkeiten sind das Ausgraben der Pflanze mit der Entfernung der Wurzelrübe bei Einzelbeständen, das Abdecken von Beständen im Frühjahr mit UV-beständigen Licht- und durchlässigen Folien oder der Einsatz von Weidetieren. Wie entsorge ich die abgemähten Pflanzen? Pflanzenteile können, sofern keine reifen Samenbestände vorhanden sind,
an Ort und Stelle verrotten und sollten keineswegs dem Komposthaufen oder dem Biomüll zugeführt werden. Reife Samen bzw. Samenstände können in robuste schwarze Säcke verfrachtet werden und sollten über den Restmüll entsorgt werden. In den steirischen Naturparken ist die gezielte Bekämpfung von Neophyten und somit auch des Riesenbärenklaus auch dadurch möglich, weil es seit 23 Jahren ein gemeinnütziges Beschäftigungsprojekt gibt, das in Zusammenarbeit zwischen dem Land Steiermark in Form der Steirischen Arbeitsförderungsgesellschaft, kurz STAF genannt, dem AMS Steiermark und den Naturparken umgesetzt wird. Im Rahmen dieses Projektes Arbeitsplätze für steirische Naturparkregionen der STAF arbeiten sogenannte Naturparkpfleger und Naturparkpflegerinnen zeitlich befristet in der Natur- und Landschaftspflege und sind auch im Neophytenmanagement und somit in der Sicherstellung der Biodiversität in den Naturparken eingebunden.